Hallo ihr Lieben. Ja, heute haben wir schon Türchen Nummer 16. Ja, und ich mache es wieder gar nicht groß spannend. Ich zeige euch einmal kurz, hier hatte ich heute Ruhe und Kraft drin. Ja, passt ja zum Sonntag, ne? Und das Türchen Nummer 16 haben wir hier auf unserem Kalender. Und heute haben wir wieder ein Rezept, da freue ich mich immer drüber. Und bei der Schoki, die sieht so aus. Und da ist einfach nur dunkle, weiche Schokolade drin. Oh. Und da ist noch ein bisschen Crisp irgendwas mit drin. Lecker. So. Und los geht's. Das Türchen hier irgendwie nicht erkennen. Jetzt eine Versuchung zum Nachgeben. Janssons Frestelse, Janssons Versuchung, so nennt man in Schweden einen besonderen Kartoffelgratin, der häufig zum traditionellen Weihnachtsessen serviert wird. Eine kulinarische Verführung, der nicht nur Schweden gerne nachgeben, aber koste selbst. Okay, haben wir heute also tatsächlich zwei Sachen drin. Einmal das Rezept und einmal haben wir gelernt, dass Frestesel Verführung heißt. Ja, auch nicht schlecht. So, und ich zeige euch wieder das Rezept. Und wie gesagt, wenn es euch brennend interessiert und ihr es nicht lesen könnt, dann schreibt ihr mir und ich packe es unten in die Infobox, so dass ihr es euch downloaden könnt. Auf jeden Fall ist es hier was mit Zwiebeln, Kartoffeln, Anchovy, Filet. Ja, anscheinend. Mit Schlagsahne, Paniermehl, Salz und Pfeffer. Also das ist wohl irgendwas Kartoffelmäßiges, was dann in den Backofen kommt und gebacken wird. Schlagsahne zurückhalten und erst nach 20 Minuten Backzeit dazugeben. Okay. Ja. Wie gesagt, wenn ihr das Rezept genau haben wollt, sagt mir Bescheid und ich verlinke es euch. So. Gut, dann können die Sachen hier schon an die Seite. Und ich muss ehrlich gestehen, für diese Aufgabe habe ich tatsächlich einfach den Taschenrechner genommen. Und das ist auch heute das Päckchen, was ich zuerst auspacke. Hier könnte auch so ein Taschenwärmer drin sein. Das fühlt sich ein bisschen so an. Oder eine Seife in so einer Plastikhülle. Ein Stift scheint hier irgendwie nicht drin zu sein. Fühlt sich sehr nach einem Stift an. Und, keine Ahnung, entweder also irgendwas mit Pappe. Ist ein bisschen stabiler. Hier kann ich es wirklich nicht gut erraten, aber ich, also es ist irgendwas Rundes oder fast Rundes, nicht ganz rund. Fühlt sich an wie so ein Pancake oder so aus Plastik. Irgendwie sowas. Okay. Dann wenden wir auf. Okay, und hier ist dann noch ein Zettelchen drin, den lese ich mir gleich durch. Und hier haben wir einen Stift, der anscheinend am Anfang rosa schreibt. Irgendwann schreibt er gelb, lila, grün, orange und am Ende schreibt er blau. Also umso mehr sich die Tinte aufbraucht, umso mehr verändert sich die Farbe. Finde ich total witzig. Kann man anscheinend auch auffüllen, die Mine. Ja, coole Idee. Sowas finde ich gut. So, und ich guck mal. Das sind Tattoos. Motiv ausschneiden, Folie abziehen, paar Sekunden in Wasser legen, Motiv abnehmen und auf den Nagellack
auf den Nagel, Klarlack drüber und fertig. Okay. Ja, finde ich lustig, dass wir uns jetzt Nageltattoos hin und her schicken. Ich habe bei ihr, wenn ihr ihre Videos seht, dann seht ihr, dass ich ihr öfter mal ein paar Nageltattoos, aber die sind natürlich sehr, sehr schön hier, muss ich gestehen. Vor allem, guck mal, hier ist ein Igel. Da noch einer. Ja, also die Häschen sind ja auch schon mega süß, aber der Igel ist natürlich noch besser, ne? Und dann mein Little Star. Noch mehr Häschen, die süßen, süßen Häschen und noch mehr Little Stars, also sehr süße Nageltattoos, aber ich muss die ja auch nicht unbedingt auf Nägel verwenden, weil wie ihr seht, mache ich meine Nägel nicht mehr. Ich möchte denen das nicht mehr zumuten. Es sah immer schön aus in den Videos, natürlich, wenn man die Nägel gemacht hat. Oder vielleicht mache ich es auch einfach mal so zum Scherz. Die kann ich ja auch auf meine echten Nägel kleben. Das ist ja wurscht egal, auch wenn die furchtbar aussehen. Ich sollte mein Video von Tag 2 mit der Nagelpflege öfter mal selber anwenden. Aber ehrlich gesagt, diese 10 Minuten da sitzen ist immer für mich so ein bisschen, weil du kannst ja nichts mit den Händen machen. Also es geht, wenn ich mir vorher, ich muss das vorher genau planen, einen Film anmachen und mich vorher halt so hinsetzen, hinlegen, dass ich richtig gemütlich bin und dann die Schüssel auf meinen Bauch legen oder mit einem Handtuch oder sowas unter der Schüssel neben mich stellen und dann ist das super. Wenn ich dann ganz entspannt bin, dann macht mir das auch nichts aus. Aber wenn ich dann einfach nur da sitze und 10 Minuten warte, das ist mir zu langweilig. Ich habe nicht so viel Geduld, wisst ihr? Ja, und ich habe ihr auf jeden Fall, um wieder zum Thema zurückzukommen, habe ich ihr anscheinend einige von den Nageltattoos wieder zurückgeschickt, die sie mir irgendwann mal geschickt hat, weil, wie gesagt, ich die jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich gebrauchen kann. Und hat mir auch ganz, ganz viel aus China bestellt. Und hinter mir steht ein IKEA-Karton, diese Plastikkartons. Und da sind super viele Nagelsachen drin. Und ja, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr wirklich benutzen. Vielleicht kriege ich irgendwann wieder ein Spleen und mache wieder meine Nägel. Den einen Tag war ich schon kurz davor, aber dann habe ich gedacht, überlegt, wie lange es gedauert hat. Und die sind immer noch nicht wirklich in Ordnung. Und genau, deswegen. So, dann haben wir hier eine schöne Erdbeer-Peeling-Maske. Die ist von DM, die benutze ich auch öfter mal. Die ist wirklich schön. Auch vielen Dank dafür. Und hier haben wir noch Sammle Glücksmomente. Das große Glück steht... setzt sich aus lauter kleinen Glücksmomenten zusammen. Das stimmt. Und hier ist so eine wunderschöne Karte. Grafikwerkstatt. Ja, die ist echt süß. Und passt irgendwie auch so ein bisschen so zur Herbst-Winterzeit. So, das kommt einmal an die Seite. Ja, und jetzt bin ich echt gespannt, was das hier ist. Kein Plan. Ja. Seht ihr, es sieht ein bisschen aus wie ein Muffin. Und anscheinend ist das eine Dose. Oh, und hier ist noch was drin. Okay, muss ich die jetzt alle einzeln auspacken? Steht da was Wichtiges drauf? Oder ist das einfach nur für mich zum Weiterverwenden? Das sieht so maschinell eingepackt aus. Bindungsring. Und ich gucke einfach mal bei dem ersten. Zack, nein, okay, hier sind leere Zettelchen, das heißt, ich kann die weiterverwenden, das ist cool. Ja, sowas ist immer cool. Ich habe ja, oh Gott, jetzt muss ich lügen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo ich den Happy Pill Adventskalender von Miss Fruchteis bekommen habe. Und da war das nämlich auch so, da hat sie mir jeden Tag, habe ich so ein Kästchen aufgemacht und dann hat sie... immer was Süßes hineingetan und eben so eine kleine Pille mit noch einem Bindering drum, die man ja auch immer noch gut verwenden kann. Und dann stand halt immer auf dem Zettelchen, war dann halt ein Foto oder ein Bild oder stand dann drauf, nee genau, da stand drauf, nach welchem Bildchen ich suchen muss. Und das Bild, was ich dann
eben auf dem Päckchen drauf hatte. Da war dann immer ein Sticker drauf und diesen Sticker musste ich dann eben finden. Und das war dann für diesen Tag das Geschenk. Genau. Das war auch richtig witzig. Fand ich cool. Wäre ich auch so nicht drauf gekommen, das selbst zu machen. Aber ich bin da eh nicht so einfallsreich. Sie hatte ja jetzt auch das Problem, dass sie einen Kalender sowieso mit mir als Tausch ausgemacht hatte. Ja, und den anderen hat sie ja gewonnen. Ja, und da war jetzt das Problem, dass sie natürlich ein paar Sachen hat sie doppelt, weil ich die doppelt reingepackt habe. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie den gewinnt. Deswegen, ja, da muss sie jetzt durch. Fertig. Genau. Okay, ihr Lieben. Ich sag bis heute Abend 20 Uhr. Wir vergessen das alle nicht. Und dann sehen wir uns im Livestream und ich freue mich schon total und hoffe, dass viele von euch dabei sind. Also, bis heute Abend. Tschüss.